Müsst ihr nochmal nächstes Mal besser machen. Oder anders machen oder beide Lampen anhaben. Jetzt habe ich ja aktuell wieder zum Testen einfach nur eine Lampe an. Neben mir. Da, neben mir. Und nicht beide Lampen. Und wahrscheinlich ist das aktuell das Problem. Oder im Moment das Problem. Dass jetzt mein Kopf so ganz merkwürdig aussieht. Aber es sieht schon komisch aus, gell? Weil ich, nicht erschrecke, ich mache mal kurz die große Cam an. Ach nee, das ist so ein Schatten. Wow. Okay, ist nur ein Schatten. Also, kristallt doch nicht. Habe ich gut eingestellt. Warte, das heißt doch im Endeffekt, ich komme auch sehr gut mit einer Lampe zurecht. Dann kann ich mir die zweite tatsächlich sparen und kann dann doppelt so viel aufnehmen, sage ich mal. Also mit doppelt so viel aufnehmen meine ich, die rennen da einfach drüber. Die rennen da einfach mitten übers Gleis. Die werden mir immer suspekter. Aber aktuell sind alle Züge rammelvoll. Na gut, ich glaube, 9 brauchen wir hier locker. 4 Züge brauchen wir hier locker auf der Strecke. 9 Züge einfach. Hier ist aber alles voll. Ah, ich finde es cool. Ach genau, weil ich kann mit einer einzigen Lampe, wenn die bei 35% Helligkeit ist, was sie aktuell ist, 5 Stunden aufnehmen. Wenn die 3% Helligkeit hat, dann hält die 15 Stunden lang. Oder bei 10% glaube ich. Dann hält die 15 Stunden lang. Bei 100% Helligkeit hält die 2 Stunden. Und das ist halt echt ein guter Wert. Und ich habe mir halt 2 geholt, weil halt ein Päckchen dabei. Heißt, ich könnte dann im Endeffekt, wenn ich halt nur eine einzige bräuchte, oder brauche, was ich ja Gott sei Dank brauche, dann kann ich ganz einfach, da steht schon der nächste Zug. Vielleicht sind auch 4 zu viel, ich weiß nicht ganz genau. Dann. Hier ist ganz schön was los mit den Zügen. Hier geht mehr ab als ein Transportfieber damals, in der Let's Play Staffel. Dann kann ich 10 Stunden aufnehmen. Also wenn die wirklich 5 Stunden durchhält, dann kann ich hier die 2 dahinstellen. Wenn die dann leer ist, kann ich einfach so 8 bis 10 Stunden aufnehmen. Meine natürlich nicht. Ist schon viel und extrem. So 8 Stunden da zu hocken, einzulabern. Dafür wird nicht mehr die Platte reichen. Dann müsste ich währenddessen die Folge schneiden und hochladen und dann wieder neue Folge beginnen, weil so viel Platz habe ich gar nicht auf der Platte. Das, ja, würde ich gar nicht hinbekommen. Aber hier ist echt viel los mit den Zügen. Vielleicht müssen wir neue Ausweichstrecken bauen, dass sie sich nicht so oft behindern. Müssen wir vielleicht wirklich mal bauen. Vielleicht so eine zweite Spur nebendran. Da kommen dann die ganzen auswärtigen Spuren rein. Und so die ganzen internen Spuren, die jetzt in der Stadt fahren, kriegen so eine eigene Spur woanders entlang. Weil gerade eben dort am Bahnhof, da war echt viel los. Der eine Zug hat gewartet, hier, da war jetzt schon wieder der andere Zug, weil wahrscheinlich vor uns wieder irgendein Zug ist. Hinter uns ist aktuell noch kein Zug. Da geht es da wieder weiter. Okay. Also, da müsste ich mir vielleicht auch nochmal ein paar Gedanken drüber machen. Ah, okay, also vorne war nochmal ein Zug, der jetzt entlang gefahren ist und hier ist anscheinend dann sozusagen die Haltestelle, wo dann die Züge warten, wenn vor dem dann einer ist, okay. Ja, ich würde das, so eine fixierte Kamerasicht wäre ganz cool. Also das, wenn ich jetzt die Kamera so habe, dass wir nicht permanent so bleiben, sondern einfach nur mit dem Zug mitgehen. Ist aber nicht da drin, aktuell noch nicht. So, hier das ganze alte Gebiet, was wir damals gebaut haben, vor etlichen Folgen. Wir sind ja jetzt schon bei Folge sehr weit. Folge 100 habe ich sogar vor ein paar Tagen, von mir, meiner Seite her ein paar Tagen, heute haben wir den 21.8., habe ich die Folge 100 veröffentlicht und 100 Folgen sind eine Menge. Ich habe schon lange von keinem Game mehr Folge 100 geschafft. Weil ich einfach nicht dazu gekommen bin und es halt echt viel ist und die Bäume sind echt groß gewachsen. Ich hätte hier, glaube ich, gar nicht so viele bauen dürfen. Jetzt fahren wir schon durch einen kompletten Dschungel.
sind echt viele. Okay, da ist der nächste Zug. Hab schon gefragt, wo die Züge sind, weil jetzt sind ja 4 auf der Strecke, nicht mehr 3. Bei 3 war es halt zu wenig, hat man 10. Beim einen Bahnhof haben wir 2500 Leute gewartet. 4 könnten vielleicht dann ein Ticken zu viel sein, deswegen wäre es ganz cool, wenn man ganz einfach dann sagen könnte, ey, so hier, so sieht's aus, ich möchte gerne, dass auf der Strecke jetzt Züge fahren, die eventuell ein Ticken mehr Passagiere transportieren können. Jetzt muss halt der nächste Zug wieder warten, weil der eine dort die ganzen Passagiere einlädt. Der Zug hier ist eh voll. Ja, ich glaube, 4 Züge sind komplett okay. Der ist eh voll. Wir warten immer noch über 1000 Leute. Ja, das passt. Kann man so lassen. Aha, da gab es schon wieder einen Unfall. Okay, irgendwas wollte ich gerade noch schauen. Vielleicht wollte ich nochmal Mülldeponie wollte ich schauen. Weil die zickt da aktuell wieder ein bisschen rum, aber der geht's noch okay. Verbrennungsanlage ist okay. Recyclingzentrum ist auch noch okay. Ich wollte glaube ich noch irgendwo Bäume platzieren. Wir brauchen mehr Bäume. Viel mehr Bäume brauchen wir. Bäume. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich doch gerade noch machen. Parks haben wir hier noch genug. Außer hier, da könnte das Gebiet nochmal einen weiteren Park vertragen. Habe ich so das Gefühl. Aber hier überlappende Gebäude würde nicht bauen können. Würde ein Problem mit bauen haben. So, zack. Schon wieder überlappende Gebäude. Hatten wir diese überlappenden Gebäude? Okay, dann bauen wir da noch einen Park. Oder könnten wir vielleicht noch einen kleinen bauen? So. Gut, dann bauen wir da einfach noch einen dritten hin. Ich will, dass das Zeug hier grün ist. Bauen wir hier einen leicht größeren Parkenzer. Okay. Jetzt passt es wieder. Hier ist die Straße immer noch ein bisschen rot, aber ey, ist okay für die zwei Leute, die da wohnen. Die können auch einen Zentimeter weiterlaufen, dann haben sie ja eine Parkanbindung. Wie sieht es inzwischen mit den Schiffen aus? 136. Okay. Stimmt, hier haben wir auch noch eine Schiffsverkehrsroute. 68 kommt da an. Naja, es ist auch nicht so viel. 91, 0. Also Schiffe bringen hier aktuell noch gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie man die besser vermarkten kann irgendwie, dass sie mehr rankommen. Der Kreisverkehr ist auch scheiße. Also scheiße, sieht halt hässlich aus. So, jetzt ist es schöner. Okay. Auf jeden Fall, das mit dem Wasser hat sie auch wieder beruhigt. Ich hatte zwischenzeitlich die eine Mod drin, wo ich ja den ganzen Wasserstand kaputt gemacht habe. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Vielleicht ein Ticken zu viel. Aber der Fluss und alles hat sich ja wieder beruhigt. Der war ja teilweise wirklich ein bisschen trockengelegt worden. Und das sieht ja auch wieder ganz gut aus.
Ich glaube, das Wasser fließt sogar da durch, gell? Hat, glaube ich, sogar eine Fließrichtung. Mhm. Hat sogar eine Fließrichtung, okay. Das hier ist immer noch kaputt. Es war aber auch schon kaputt. Habe ich nicht zu verantworten? Atze ist da! Muss wieder abhauen. Oder gehen. Soll ich abhauen? Aha. Das Wasser auf der Müllhalde. War das schon immer so hoch? Ich glaube schon, gell? Ich müsste mir auch mal irgendwann, vielleicht auch einfach jetzt, die ganzen, einen Gehweg wollte ich bauen. Genau. Die ganzen Statistiken auch nochmal durchgehen von der ganzen City hier. Was gut ist, was nicht so gut ist, was wir nochmal verbessern können. So, genau. Habe ich ja vorhin gesagt, oh ja, kann man ja einen Gehweg lang bauen. Für die Leute da wegen der Buslinie und habe ich nicht gemacht, habe ich wieder vergessen. Bin zu fasziniert von anderen Sachen gerade. So, Gehweg. Da brauchen wir keinen. Da kann man einen hinbauen. Oh. Jetzt ist die Lampe leer. Sieht man jetzt hier. Ach, hier. Jetzt hier. Da flimmert es jetzt überall blau. Greenscreen. Bluescreen. Heißt, die Lampe müsste ich jetzt wieder aufladen. Sehr gut. Da müsste ich jetzt eigentlich die Lampen tauschen. Aber ich wollte eh ein paar Minuten aufhören. Ich baue jetzt noch ein paar Gehwege. Für die Zeit baue ich jetzt nicht nochmal eine Lampe dahin. Und dann beenden wir auch gleich die Folge. Dann lade ich das Lämpchen wieder fürs nächste Mal auf. Und nimm dann einfach die andere. Spiel, bitte nicht abstürzen. Okay, hat immerhin zwischengespeichert. Also Spiel, jetzt kannst du von mir aus abstürzen. Wir haben Autosave. Jetzt ist mir egal. So. Mhm. Eine Tür die ganze Zeit auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Kommt wieder jeder rein. Will mich wieder jeder besuchen. Wahrscheinlich wollte man mir wieder mitteilen. So, ich gehe jetzt schlafen. War Phoenix schon da? Hat er Essen bekommen? Geht's ihm gut? Hat's ihn gesehen? War heute schon da? Natürlich alles gute und berechtigte Fragen. Aber der Katze, der geht's gut. Die war heute schon 8-mal da. Hat 30-mal zum Essen was bekommen. Also dünn ist er nicht. Vom Fleisch fällt er jetzt auch nicht. Bei dem muss man eher demnächst ein bisschen langsam wieder machen. Mit dem Futtern. Mit dem Futter geben. Mit dem Futtern. Felix, Futter langsamer. Phoenix, schrei leiser. Chantal, Schnauze. Okay, da können wir noch einen Gehweg durchbauen. Plöpp. So, Uhrzeit. Gleich 23 Uhr. Passt ja eigentlich perfekt. Länger als 23 Uhr wollte ich heute eigentlich auch nicht machen. Da liegen wir ja noch gut in der Zeit. Da oben verbunden. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier auch ein Gehweg drüber. Ich glaube, hier haben wir ein paar Gehwege gebaut, gell? Genau, da haben wir auch nochmal einen Gehweg. Hier haben wir auch nochmal einen Gehweg. Hier haben wir auch einen Gehweg. Wäre hier verbunden, könnte man natürlich auch nochmal hier mit verbinden. Da würde ich aber dann so eine leichte Kurve nehmen. Zack, dass man hier nochmal drüber geht. Okay. Okay, da ist wieder viel Verkehr, aber ist okay. Ist machbar.
Ich finde echt irgendwie spannend, wo die Leute überall langlaufen. Fasziniert mich irgendwie. Die sind halt wirklich überall. Die sind selbst hier unterwegs. Ach so. Wollen die jetzt wirklich den ganzen Weg bis rüberlaufen? Die wollen den ganzen Weg bis hierher laufen. Na gut, da können sie dann wieder rübergehen. Aber wo die überall langlaufen, ist schon irgendwie cool. Wo die herkommt, der kam jetzt von hier. Da ist ja nichts. Außer ein paar Wasserbecken. Abwasser. Handlungen. Da bräuchte man auch wieder was. Ich glaube, wir haben doch jetzt eine Kläranlage, gell? Bei dat? Fortschrittliches Filtersystem brauchen wir nicht. Kostet doch nur Geld. Funktioniert auch so. Braucht man ja kein fortschrittliches Filtersystem. Also was sind wir denn? Ist ja immer noch City Skylines. Abwasser? Hat er gar nichts gebracht. Nun gut. Industrie? Da können wir wieder einen Ticken zulegen hier. Eins? Geht es? Okay, man kann auch einfach... Drei, vier. Okay. Dann halt beim vierten Mal. So, dann bauen wir hier nochmal eine Straße rein. Zack. Können wir hier auch nochmal ein paar so Industrieflächen ran stöpseln. Und dann, kann man die Industrie halt wieder in die Richtung ein bisschen weiter ausbauen. Kann man wieder hier. Gerade. Wieder. Mhm. Immer bei so einem Hänger speichert das Game, deswegen keine Sorge, dass es abstürzt. Ich denke immer, dass es abstürzt, weil mir ist das Game einmal abgestürzt und seitdem habe ich immer Schiss. Aber sonst in der Regel stürzt es nicht mehr ab. Gott sei Dank nicht. Deswegen habe ich jetzt auch, ich glaube, alle 5 Minuten dieses automatische Speichern aktiviert. Auf jeden Fall sehr wichtig. Auch wenn es halt alle 5 Minuten einen Hänger hat. Dann halt kurz mal speichert. Ist halt so. Ja, den Kompromiss muss man halt eingehen, dass das Game halt nicht komplett versagt. Und dann man wieder alle. Ist mir halt wirklich passiert. Da musste ich alles, also jetzt nicht komplett alles, aber die Sachen, wo ich halt gemacht habe, in dieser halben Stunde knapp, musste ich neu bauen. War halt alles weg. Und was ich jetzt auch unfassbar krass finde, was man jetzt mal eigentlich nach diesem Economy 2.0 Update bedenken muss, schau dir mal die Stadt an. 5 blinke Dinger. Mieten zu hoch. 2 blinke Dinger. Da ist es zu laut. Ah. Da will auch gar keiner mehr wohnen. Auch gut. So. Kein blinke Ding. Weil da könnte man ja eigentlich auch, wenn es denn da zu laut ist, dann kann man da eigentlich auch wieder, zack. Dann machen wir halt Reihenhäuser hier raus. Mir doch egal. Weißt was? So, machen wir hier komplett aus der Straße Reihenhäuser. Perfekt. Dann reißen wir die hier mal komplett ab. Nein, die will ich nicht. Was ist denn das? Ach so, ein kleines Postamt. Okay. Parktechnisch sieht auch noch alles gut aus. Ja, kann man so lassen. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt. Werden hier Reihenhäuser gebaut? Wäre schon cool, oder? Wenn wir hier die auch wegmachen würden. Ja, gut, dann machen wir jetzt mal hier überall Reihenhäuser hin. Fände ich ja richtig cool. Da lassen wir es, da bauen wir keinen hin. Aber das sieht dann bestimmt richtig cool aus, wenn hier überall dann Reihenhäuser stehen. Oh, werden sogar direkt gebaut. Da bin ich mal gespannt, wie das dann gleich aussehen wird. Oder gleich vor allem. Gleich.
Dauert wahrscheinlich noch ein paar hundert Jahre, bis die hier alle gebaut wurden. Aber da weiß ich halt jetzt auch nicht, ob die Reihenhäuser, weil die halt eine höhere Dichte haben, jetzt bei diesen, bei der geringen Dichte irgendwie dazwischen pfuschen, dass dann da wieder die Meldung kommt, die Mieten sind zu hoch. Aber man muss wirklich jetzt mal bedenken und sich mal die Stadt anschauen von den ganzen Infomeldungen. Es gibt fast keine mehr. Und das ist halt das Krasse. Es gibt fast keine Infomeldungen mehr über sonstige Sachen. Über, ja, das... Ah, schau mal. Jetzt will die Stadt auf einen Schlag wieder. Wahrscheinlich sind sehr viele von der Schule fertig geworden. Es werden die ganzen Reihenhäuser hier gebaut. Auch spannend. Das ist so halt in... Wirklich überall, es werden hier überall die Reihenhäuser gebaut. Ist wahrscheinlich jetzt wirklich ein Abschlussjahr von der Schule fertig geworden. Überall werden jetzt direkt gebaut, okay, cool. Aber seit dem neuen Update gibt es fast keine Symbole mehr. Also hier und da noch ein bisschen, nicht genügend Kunden, ist okay. Muss man halt, ja, da keine Ahnung, weil da habe ich jetzt nichts geändert vom Verhältnis her zu Einwohner und Gewerbegebiete. Aber so im Verhältnis gibt es ja fast keine Symbole mehr. Und das ist krass. Und ich habe wieder vergessen, Tag-Nacht umzustellen. Es sollte eine Mod geben, wo das automatisch passiert. Jetzt haben wir aktuell 13 Uhr. Okay, sieht man gar keinen Unterschied. Ich glaube, das können die auch ins Thumbnail packen, oder? Mit der Stadtgröße... Wie kann man denn... Man kann einfach gar nicht alles komplett drauf kriegen. Ach, keine Ahnung. Machen wir mal sowas hier. Oder so ein bisschen. Ich weiß nicht. Sieht halt alles so doof aus. Hat keine Tiefe. Keine Schärfentiefe. Müsste im Nachhinein das Bild nochmal ein bisschen color graden. Aber im Vergleich zu den älteren Folgen oder vor dem Update, vor dem großen 2.0 Update, da hat es ja nur so geblinkt in der Stadt von Infomeldungen und hier und da und Glöckchen da und hier und ja, was weiß ich, was da alles für Meldungen kam. Hier ist ja nichts mehr. Das ist krass. Okay, jetzt sind wirklich siehst du, wie jetzt sofort überall die ganzen Gebäude gebaut werden. Komplett überall. Ich glaube, jetzt ist wirklich wieder so ein Schulgang komplett fertig. Weil das ist ja wirklich so. Wenn man Schulen baut und die Stadt braucht halt wirklich so 2, 3 Schulen. Und die sind, glaube ich, in der Universität fertig oder haben den Schulabschluss gemacht. Das passiert halt immer so in so Wellen. Und die sich dann halt ein eigenes Heim leisten können. Dann gehen die halt hin. Beziehen halt dann die ganzen Wohnungen. Was jetzt passiert ist, sieht man ja. Jetzt werden wieder ganz viele neue Gebäude gebaut, weil wieder ganz viel neuer Wohnraum geschaffen werden muss für die Neuen, die jetzt mit der Schule fertig sind. Und das ist halt auch irgendwie so das Spannende und Krasse. Das ist halt auch so... Ja, irgendwie so... cool und dynamisch und gut gemacht wurde einfach. Bildhauer anwesend, okay. Was jetzt auch noch spannend wäre, ob man auch teilweise jetzt die... Weil es ging ja lange Zeit überhaupt nicht, dass man geringe Dichte mit hoher Dichte mischen konnte. Da hat sich ja alles dagegen gesträubt. Weil da die Einwohner ja dann eh immer geschrien haben, das geht nicht. Weil die Steuern sind so hoch, weil der Bodenrichtwert sich dann erhöht und so weiter und so fort. Das ging ja überhaupt nicht. Da würde mich mal wirklich interessieren, ob das halt jetzt geht. Ob die das irgendwie behoben haben? Oder keine Ahnung. Das wäre echt spannend. So, dann würde ich hier vielleicht eine Mischung machen wieder.
aus Gewerbe und Wohngebiete. Hier vorne definitiv Reihenhäuser, bietet sich halt wieder an. So, da wieder die. Gebäude-Lease. Dann wieder die hier. Zack. Ist okay. Dann wird das jetzt auch komplett voll gebaut. Dann kommen aber auch wieder so viele neue Leute an, die wahrscheinlich wieder mit dem Zug ankommen. Deswegen war der Zug auch wieder so, oder der Bahnhof so überfüllt mit Leuten, weil die halt mit dem Zug angekommen sind in die Stadt. Anstatt mit dem Audi oder, Audi. Anstatt mit dem Auto oder mit dem Taxi. Ja, entweder die nehmen Audi oder nehmen Zug. Klar. Okay. Aber jetzt hat sich wieder abgeflacht. Seht ihr? Jetzt ist wieder die Nachfrage gesättigt. Und demnächst gibt es dann wahrscheinlich wieder so eine Explosionsnachfrage, wo dann wieder der Rest einfach gebaut wird hier. Von den ganzen Wohngebäuden. Aber es sieht echt cool aus hier. Es sieht halt echt irgendwie gut aus. Auch mit ein paar Lücken da drin. Da könnte man dann, keine Ahnung, so einen Gehweg nochmal durchbauen. Oder irgendwas anderes machen, aber da hat man gar keinen Platz noch, um noch irgendwie einen Gehweg da durchzuzimmern. Deswegen, aber es sieht trotzdem cool aus hier. Haben wir echt gut gebaut, die ganze Sache. Finde ich gut, finde ich schön. So, in dem Sinne auch wieder, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von City Skylines. Mal schauen, was wir da machen werden, weil im Endeffekt haben wir ja fast das Gebiet hier fertig gebaut. Da werde ich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen drüber gehen. Schauen, ob die Linien so passen vom öffentlichen Verkehrsnetz. Ob wir vielleicht noch was anderes hier verändern können, besser machen können, anpassen können. Und dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Folgen in die Richtung gehen, dass man woanders hingeht und ein neues Städtchen anfängt. Im Endeffekt ist das halt hier so eine Stadt. Und das halt hier so teilweise. Statt die da hier ist ja eher abgetrennt. Die können da nicht rüberfahren, ist aber trotzdem hier so ein Stadtgebiet. Ja, und dann mal schauen, wo wir dann weitermachen werden. Flughafen werden wir auch nochmal irgendwann auf der Karte hier hinbauen. Aber wir müssen halt echt mal schauen, wie wir das zukünftig machen, weil prozessortechnisch sieht das halt echt nicht mehr sehr gut aus. Ich kann es mal kurz zeigen. So, ich gehe mal hier in die CPU rein. Dann gehe ich mal, dann aktiviere ich hier mal den Monitor. Ja. Seht ihr jetzt mal die Auslastung vom Monitor? Die Auslastung vom Prozessor. Was habe ich denn heute für ein Sprachfehlerproblem? Also Grafikkarte ist überhaupt nicht das Problem. Die dümpelt hier bei 75% rum. Die kann auch noch mehr. Aber die CPU, 100% Auslastung. Und das wird halt das Ding zukünftig wahrscheinlich dann sein, wo wir in der Stadt auf der gesamten Karte dann Performance-Probleme haben werden. Wahrscheinlich wird dann auch die Simulationsgeschwindigkeit irgendwann definitiv abnehmen. Aber wir haben ja schon fast 400.000 Einwohner und schon über 500 Millionen auf dem Konto und wir kriegen fast 2 Millionen plus die Stunde. Das ist enorm, wie das Geld da einfach hoch geht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man maximal auf dem Konto haben kann, eine Milliarde? Boah, ich bin echt mal gespannt, wie es so weitergeht. Ja, das wird echt cool werden. So. Bildhaueranwesen müssen wir auch nochmal alle bauen. Oh je, oh je, oh je. Gut, in dem Sinne aber jetzt mal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut und ciao.